Wir sind in Saarbrücken, wir sind bei Udo Weiler. Hallo Herr Weiler. Hallo. Sie sind bekannt deutschlandweit für perfekte Küchen. Ihre Küchen verlassen gerne auch mal das Saarland, ins Ausland auch. Wann hat das begonnen mit dieser, ich sag mal, Begeisterung für Küchen? Begonnen hat es im Prinzip mit der Geburt. Mit der Geburt? Ja, ja. Mein Vater, der hat Küchen begonnen 1921 in Braunshausen zu bauen. Ich bin nach dem Krieg geboren worden und bin als kleines Kind in der Küchenfabrik praktisch groß geworden. Nochmal, Ihr Vater hat Küchen produziert, ja, schon? Ja. Und Sie haben praktisch Zeit Ihres Lebens, wurden Sie von Küchen umgeben? Unser Haus stand mitten in der Küchenfirma in Braunshausen, ein altes Bauernhaus, und nebendran wurde in alten Schoppen oder Hütten wurden Küchen gebaut, damals mit 80 Leuten. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind, Herr Weiler? 70. 70? 70, ja. Gut, die hätte ich Ihnen jetzt nicht gegeben, ja, aber das heißt, Sie haben schon Zeit Ihres Lebens, seit fast 70 Jahren Erfahrung mit Küchen? Genau, ja, also mit anderthalb, zwei Jahren, mit drei Jahren bin ich schon mitgenommen worden in die Vogesen zum Bäume aussuchen, bin geschlagen worden. Ich bin im Sägewerk gewesen jeden Tag. Darf ich mal ein großes Kompliment machen? Ja. Ja? Ich habe selten jemanden erlebt, der so dermaßen begeistert ist von dem, was er tut. Großes Kompliment. Und wir haben ja im Vorgespräch, haben Sie mir ein paar Sachen gezeigt, wo man leuchtende Augen kriegt, als wären Sie noch 7 Jahre alt. Ja, das ist so. Und Sie, Ihre Aufgabe ist ja immer wieder Sachen zu finden, die einmalig sind, richtig? Genau so ist es, ja. Genau. Was ist die Philosophie, wenn eine Küche von Udo Weiler kommt, von Gamma Küchen? Wir wollen das erfüllen, was man woanders nicht kriegt. Das heißt, wir wollen individuell planen. Das sagt zwar jeder, aber es ist es nicht. Wir verwenden Materialien, die man so nicht kennt. Wir betreiben absolute Symmetrie, erfüllen nahezu jeden Wunsch, was die Küche betrifft. Materialien haben wir vor nichts scheu. Wir beziehen Küchen mit Leder, wir arbeiten mit hauchdünnen Edelsteinmaterialien. Okay. Starten wir doch mal hier. Wir sind hier von einer Küche, die eine Story hat, die wieder mal typisch Udo Weiler-mäßig ist. Ja, was ist das für eine Oberfläche? Das ist eine Arbeitsplatte, die besteht aus kaltgewalztem Edelstahl, auf 5 Meter runtergearbeitet. Sie wirkt dadurch sehr, sehr leicht und sehr filigran, ist aber trotzdem extrem stabil. Die Platte, wie sie ist, wiegt 400 Kilo. Nochmal, wie viel? 400 Kilo. 400 Kilogramm? 400 Kilogramm wiegt die Platte. Die Waschbecken oder Spülbecken sind eingeschweißt aus dem gleichen Material. Hier haben wir auch einen speziellen Wasserhahn entwickelt, der aus massivem Edelstahl ist, der halt formal dazu passt. Oder eine Abtropfschale ist auch eine Entwicklung von uns. Entwickelt heißt? Wir haben das entwickelt und bauen lassen. Das heißt, diesen Hahn gibt es nur bei Ihnen? Das ist im Moment nur bei uns, ja. Unglaublich. Und ach, das ist hier... Wie wurde das denn hier gemacht mit dem Becken? Das wird eingeschweißt unter die Platte und wird dann beigeschliffen hier. Das sieht man nicht? Nee, sieht man nicht. Ja. Wer ist denn da? Das ist ein Spezialbetrieb in Westfalen, der das baut. Wir haben ganz viele Manufakturen, die für uns arbeiten. Ah, jetzt habe ich so langsam verstanden. Ja, oder auch hier. Und diese Auflage hier ist auch extra gefertigt? Ja, extra gefertigt. Ist also eine ganz feine Sache. Man kann das trauen, man kann hier abtropfen. Man braucht kein zweites Becken mehr zum Abtropfen. Man kann es vergrößern oder kann es als Hitzeschutz nehmen. Sie haben mir erzählt, dass der Kunde, wollen jetzt mal keinen Namen nennen, war ein Kunde, der hatte eine 5 Jahre alte Küche und er kommt aus dem Bereich Stahl, hat gesehen und hat dann... Sofort seine Küche umgebaut. Was ist das für ein Herd? Das ist eine Induktionsfläche, also zwei Induktionsflächen. In dem Fall ist es eine Flächeninduktion, das ist also komplett hier. Man kann den Topf schieben, wie man will, er wird überall erkannt. Hier habe ich jetzt eine Öffnung, da wird der Dunst abgezogen oder die Phrasen abgezogen. Das ist eine hundertprozentige Absaugung. Also können hier kochen und braten, was Sie wollen, Sie riechen nichts. Fisch, egal. Alles egal. Das verschwindet hier runter, wird hier hinten in Plasma filtern. Das sind spezielle Filter, die hat McDonald's erfunden, damit der Geruch aus der Luft rauskommt. Wird es gereinigt und es kommt wieder saubere Luft aus dem Sockel raus. Unglaublich. Das heißt, ich brauche keine Abluft, das nichts, Ding funktioniert. Gar nichts, 100%, ja. Klasse. Aber diese Front hier, was Besonderes, man kann es nicht riechen. Nein. Also man muss, es riecht wie Schule. Genau, oder Krankenhaus früher. Das ist Linoleum, wir arbeiten gern mit speziellen Werkstoffen, am liebsten nur mit ganz natürlichen Werkstoffen. Ich zeige das mal hier in Gänze, weil das ist eine Augenweide. Sie haben eben gesagt, die Symmetrie ist hier wichtig. Ja, ja. Was ist super symmetrisch? Die Türen haben also gleiche Maße. Das ist eine 75er Tür, die führt in eine Kammer nebendran. Oh, ja, also hier können Sie in eine Kammer gehen oder können in einen anderen Raum gehen. Es könnte ein Durchgang sein. Das ist ein Durchgang. Genau, ist ein Durchgang praktisch. Ja. Damit hier auch die Symmetrie dann wieder stimmt, haben wir auf der rechten Seite den Kühlschrank untergebracht und haben ihn innen... Was haben Sie jetzt gemacht?
Uns haben die Griffe gestört bei der Küche. Deswegen haben wir den Kühlschrank mit zwei kleinen Motoren versehen. Und sie drücken hier drauf und der Kühlschrank geht auf. Stark. Ja, und wenn man ihn nicht aufmacht, geht er wieder zu. So, jetzt haben wir natürlich innen drin das Problem, dass wir 75 cm füllen müssen und haben hier ein kleines Regal daneben gebaut. Also die Tür ist... Könnte aber auch jetzt von Backblech für... Genau, ah ja. Die Tür ist also 15 cm breiter als der Kühlschrank. Das haben wir damit kaschiert. Sagen Sie mal, Frauen müssen Sie ja auch lieben, oder? Meine Frau hat immer gesagt... Wenn sie mit uns arbeitet, ja. Nee, es geht darum, Frauen lieben es ja einfach zu reinigen. Genau. Griffe hindern ja die Reinigung. Ja. Ja. Gibt es was Einfacheres als diese Oberfläche? Ich zeige es Ihnen nochmal in Gänze. Es ist ja ein Bodenbelag. Also er ist ja extrem stabil. Ja. Und den tun wir mit einem Treppenlack überziehen, dass er auch wasserfest gereinigt werden kann. Prima. Was ist das für ein Herd? Der ist ja riesig. Das ist von Miele, 90er Backofen. Das ist so mit das High-End-Gerät überhaupt, was es im Backofenbereich gibt. Der kann nahezu alles. Fliegen. Das kann er nicht, aber mit Feuchtigkeit backen und alle möglichen Dinge. Klasse. Und hier zu einer anderen Küche? Ja. Oder, hier haben wir noch was. Das sind so Kleinigkeiten, die wir einbauen können. Wir können zum Beispiel den Innenraum komplett so gestalten, wie es benötigt wird. Wir haben keine Vorgabe. In dem Fall mussten wir die KitchenAid unterbringen. Es gibt noch niemals die Vorgabe für die Breite, richtig? Nein, keine. Also normal ist ja ein 60er Maß. Ja. Wir machen 55,7 oder 88,6, das ist egal. Wir machen jede Breite, die notwendig ist. Aber jetzt nicht unbedingt, sondern Sie können, weil es wird ja alles handgefertigt, im Prinzip sagen, ich mache jetzt die Breite, es kostet genauso viel wie ein 60er oder ein 80er. Wir diffeln das ja mit unserem Kunden zusammen aus, das heißt, wir planen das ja gemeinsam mit dem Kunden. Ja. Wenn dann das Optimal auf dem Papier ist, dann können wir es produzieren. Wir haben keine Vorgabe. Oder auch hier ist ein 80er Schrank, wo später mal die Spülmaschine rein könnte, wenn wir eine brauchen. Okay. Ach, das ist aber schon vorbereitet. Das heißt, also die Standard, die Geräte können Sie ja nicht alle neu bauen. Nee, die muss ich so nehmen, wie sie sind. Ich kann da nur die Schränke ein bisschen vergewaltigen, indem ich die breiter mache und die Front verlängere. Das geht. Jetzt geben Sie noch mal einen Tipp. Wer hat denn hier das hier reingeschnitten? Das machen unsere Monteure. Machen das. Also wir geben den Schnitt vorher vor und die Verarbeitung machen dann unsere Monteure. Wir haben hervorragende Schreiner, die das können. Das Schweißen hier, man sieht ja nichts. Nee. Das ist wie aus einem... Da müssen Sie eben die Spezialisten finden, die sowas können. Ja, und Udo Weiler kennt Sie. Ich kenne Sie, So, wie geht mal hier? Hier haben wir auch was, also etwas ganz Besonderes ist ja untertrieben. Alle Küchen sind hier besonders. Und Sie gehen mit Ihrer Kollegin öfter mal auf Ausstellungen, sehen dann Sachen, wo Sie sagen, hey, das müssen wir unbedingt haben. Aus welchem Material ist diese Platte? Die Platte besteht aus Porzellankeramik. Das ist das gleiche Material, was Sie auf dem Teller haben, wo Sie Ihr Schnitzel essen. Hat den Vorteil, dass es absolut hitzebeständig ist. Sie können einen glühend heißen Topf draufstellen, Sie können auch drauf schneiden. Der Nachteil dabei ist, dass die Kanten leicht bruchgefährdet sind. Um das zu verhindern, haben wir die Kanten in ein Edelstahlbett gelegt. Ich zeige das mal kurz. Ja. Also wir haben die Platte in ein Edelstahlbett gelegt und damit ist die Kante auch geschützt. Das heißt, auch für Kinder geeignet? Ja, und, die Platte nimmt nichts übel. Also kann man einen glühenden Topf draufstellen, da passiert gar nichts. Darth Vader mit dem Schwert drauf. Genau, kann man. Schwert ist dann stumpf. Was ist denn das für ein Herd? Das ist ein Gasherd aus Italien von SMEC, eine Firma, die ich sehr, sehr gerne mag. Familienbetrieb, ähnlich wie Miele in Deutschland. Sehr stylisch. Sind natürlich im Gasbereich, Italiener sind da ganz stark. Also das hier ist ja dieser Wow-Effekt, wenn dann mal Besuch kommt, ja, dann wird erstmal eine halbe Stunde über den Herd geredet. Ich glaube so, die Platte, das muss man schon wissen, dass das Keramik ist. Ja. Oder? Sonst, ist eher so eine Sache, wenn ich es weiß, ist es super, richtig? Ja. Klasse. Auch hier wieder Symmetrie. Yeah. Absolute Symmetrie, muss sein. Absolute Symmetrie. Was ist das für eine Oberfläche? Das ist eine Eiche, die ist auf Wänge gebeizt. Also eine Wängeholz ist ja sehr schön, hat nur leider den Nachteil, dass es sich ganz schnell verfärbt. Und deswegen nehmen wir Eiche, eine ruhige Eiche und beizen die auf Wänge. Auf Wänge, was heißt das? Wänge ist ein dunkles, wunderschönes Holz. Ach, wir hatten ja eben kurz einen Rundgang gemacht, eine Küche. Und dann dachte ich mir, das war jetzt schon das Highlight und es kommt immer mehr. Wie sind denn die Leute drauf, die hier erstmalig durchgehen bei Ihnen? Wir polarisieren sehr stark unsere Kunden. Das heißt, es gibt Kunden, die kommen hier rein und sagen, ich muss das nicht unbedingt haben, ich bin mit etwas ganz Normalem zufrieden. Und es gibt Kunden, die kommen hier rein, da merken sie richtig, wie sie zünden. Sie haben das nie so gesehen. Die fühlen sich wohl hier bei uns, die kriegen Dinge gezeigt und auch dann praktisch realisiert, die sie woanders nicht bekämen. Darf ich das umschreiben, Ihre Arbeit mit Leidenschaft? Absolut. Leidenschaftlich? Das ist mein Hobby. Mein größtes Hobby ist Küchenbauen. Okay, klasse. Hier haben wir einen Werkstoff,
ich habe es eben gesehen, ich wollte es gar nicht glauben. Es ist, sagen Sie es? Leder, Kalbsleder. Das lassen wir in Norditalien so machen. Wir haben da sehr viele Farben, sehr viele Oberflächen. Wir können es auch in glattem Leder machen. Damit es schön eingefasst ist, tun wir es hier bündig mit einer Aluminiumleiste umziehen. Und Sie haben ja erzählt, es ist auch nicht teurer als... Nein, Hochglanzlack ist die gleiche Preisgruppe, ist also überhaupt nicht unbezahlbar, sondern ist einfach ein Material, was viele Kunden sich ergänzen. Ein Schrank neben dran steht, der wird dann mit Leder bezogen. Es hört sich ungewöhnlich an, aber man hat ja auch andere Ledermöbel in der Wohnung. Oberfläche, was ist das? Das ist wieder Porzellankeramik, hier in einem... Ist wieder Keramik? Ja, wieder Keramik. Hier als in der Optik von Cortenstahl, also von dem Roststahl dargestellt. Wow. So diese Waage hier, die Accessoires, wer wählt denn sowas auf? Das habe ich die letzten 30 Jahre europaweit gesammelt. Wenn ich irgendwo in Italien bin oder irgendwo und sehe was, dann wird es gekauft und wird mitgebracht. Und hier jetzt diese Rückwände, was ist das? Das ist Glas, das macht uns hier in Saarbrücken ein Glaser, der konfrontiert wird mit Glas dann. Manchmal machen wir Betonwände hinten dran. Kann es sein, dass Sie Frauen lieben? Die Frauen hassen nichts mehr als irgendwelche kleinen Dreck aus kleinen... Ja, das putzt sich toll. Ja. Also einmal drüber, zwei Spritzer Glas rein drauf und das ist sauber. Toll, ich bin begeistert. Ja. Ja, auch hier haben wir zum Beispiel zwei Schränke, die sehen jetzt zwar unspektakulär aus, aber wir zeigen damit, dass wir das wirklich auf Maß bauen können. Wir haben dann ein Maß von 1,79 Meter. Das wird einfach durch zwei geteilt. Da kommen zwei krumme Maße raus und trotzdem ist eine schöne symmetrische Lösung. Wo Kollegen von uns dann drei Schränke machen und eine Blende. Können Sie mal öffnen? Ja, auch die Tiefe. Wir machen also die Tiefe genau wie die Schränke. Ich muss mal zurückgehen mit der Kamera. Das ist tief. Ja. In dem Fall ist es 70 tief. Also wir haben 70 tiefe Arbeitsfläche, haben wir auch 70 tiefe Schränke unten drunter. Das ist aber, der Trend geht weg von kleinen Schublädchen, sondern man hat Platz. Sie haben ja diese vielen Zwischenwände nicht und haben ein schöneres Bild. Ich öffne mal hier. Ja. Wow, ist der tief. Ach, hier mit Glas, wie neckisch. Ja, Glas oder Aluminium können auch hohe Wände sein, auch da sind wir völlig flexibel. Auch die Farbe innen drin können wir wechseln. Prima. Sie haben etwas ganz Besonderes. Das zeige ich mal ganz kurz. Also Sie haben sowieso alles immer ganz Besonderes. Ja, ja. Aber hier ist eine Oberfläche. Was ist das für eine Oberfläche? Keramik, auch Keramik. Auch von der Farbe her? Porzellankeramik, auch Betonfarbe praktisch eingefärbt. Aber wer kam denn jetzt auf die Idee mit der Kombination mit diesem... Das mache ich. Also das ist mein helle, ja. Das ist halt der Anspruch, den man selbst an Ästhetik hat und dann macht man das so. Auch hier sind Kleinigkeiten zu sehen. Wir schneiden hier die Korpi in Gärung, damit man eben eine ganz filigrane Kante nur hat. Wir ziehen auch die Fronten tief runter, damit der Sockel verschwindet. Ach, die ist auch integriert. Eiche, ja, Alteiche von meinem Freund Jaromir aus Homburg. Auch der Schnitt ist hier, weil der Tisch hier aufhört. Unkaputtbar. Ja. Also jede Küche eigentlich ein Unikat. Ist absolut Unikat, ja. Jetzt mal dieser Schrank hier, das muss man ja mal zeigen. Die Schrankwand ist entstanden. Ich habe die Gamma-Küchen, Manufakturküchen gibt es seit 34 Jahren. Und in den letzten Jahren haben wir sehr stark in Luxemburg gearbeitet. Und da war der Wunsch sehr oft von Leuten, die ein Appartement hatten, die Woche über in Luxemburg gewohnt haben, eine Küche zu haben, die man nicht als Küche sieht. Können Sie es mal schließen, bitte? Ja, ich zeige mal kurz die Backofen, Dampfgarer, Kühlschrank, kleine Arbeitsfläche. Damit ist die Küchenfunktion offen, wenn man sie braucht. Links ist ein Garderobenschrank mit einem Schuhschrank. Nochmal, die gleitet zurück? Ja, ja, ja. Hier ist also Garderobe mit Schuhschrank. Und jetzt kommt der große Clou. Jetzt bin ich gespannt. Rechts ist komplett die Waschküche untergebracht. Ein Raum für Waschmaschine, Staubsauger, Trockner. Natürlich in komplett Edelstahl. Ja, das muss sein, ja. Genau. Smack, richtig aus. Smack, ja. Die viele ja nur vom Kühlschrank hier kennen, diese Designer. Ja, ist ein super, super toller Familienbetrieb Italien mit einer tollen Firmenkultur. Wenn Sie nochmal alle schließen, also ja, ich möchte einmal gerne die Gesamtheit. Wir machen auf Wunsch, haben wir schon mehrmals gemacht, werden die Fronten bunt. In einem Fall haben wir es mit Graffiti gemacht. Also einer aus Saarbrücken ist mitgefahren, hat beim Kunden diese komplette Wand mit Graffiti bemalt. Und bitte noch einmal die Küche öffnen. Ich muss noch einmal diesen Gesamteffekt.
unglaublich. Also Sie haben ja eben gesagt, Sie polarisieren. Ja. Es gibt Leute, die sagen, brauche ich nicht. Aber es gibt auch bestimmt viele, die sagen, warum habe ich Sie erst jetzt kennengelernt? Das stimmt, ja. Ist das so? Ja, gut, wir sind jetzt halt, also ich bin mit meiner Idee, mit der Gamma, seit 34 Jahren am Markt und erfolgreich. Toll. Das spricht ja dafür. Man kann richtig kochen bei Ihnen. Ja, kann man. Was hat das für einen Hintergrund? Das hat den Hintergrund, dass oft Leute mit theoretischen Ratschlägen nichts anfangen können. Da sagen wir einfach, bringen Sie Ihr Schnitzel mit. Wir machen es hier bei uns, haben aus dem Grund hier eine komplette Funktionsküche, wo alles funktioniert. Wir haben eben mal gewitzelt, die ist ja jetzt nicht so lang, die Arbeitsplatte. Die ist wie lang, Herr Weiner? Nur 6,50 Meter. Das Besondere hier ist aus einem Guss. Ja, es ist ein Material, Mineralstoff nennt sich das. Der Oberbegriffer Corian hat es, Dupont hat es erfunden und der Name Corian. Wer hat es erfunden? Dupont. Der Vorteil ist der, es ist homogen, es kann nichts eindringen, es ist antiseptisch, es fasst sich ganz toll an und man kann es verkleben und verschleifen. Das heißt, wir kriegen eine geschlossene Optik hin. Gibt es Häuser, die Sie haben, die auch schon mal 5, 6 Meter Arbeitsplatten haben? Ja. Mache ich gerade am Rotenbühl eine. Die wird noch größer. Ich zeig's. Ich muss noch mal fahren hier. Sehr unglaublich. Im Prinzip. Ja, und das sind alles Einzelteile, muss man sich vorstellen. Das ist das, dadurch, dass das verschliffen wird, ist es dann eine homogene Einheit. Ich verstehe. Ein Freund von Ihnen hat das hier entwickelt. Ja? Mittlerweile bieten es auch viele andere an. Also er ist praktisch Marktführer. Er ist Willy Bruckbauer aus Raubling bei Rosenheim. Was ist hier so besonders? Der hat die Idee gehabt, dass man die Phrasen, das heißt den Geruch oder den Dunst, da abziehen soll, wo er entsteht. Er hat hier einen Motor drin, zwei Motoren drin und zieht die Luft hier ab, hier rein. Okay. Das funktioniert 100%. Also man kann hier stehen, man hat nicht mal hier einen Geruch, sogar die Kleider riechen nicht nach Geruch. Und das Ganze ist sehr leicht zu reinigen. Man öffnet es, nimmt den Filter raus. Spülmaschine. Ach, Spülmaschine. Ja, ja. Und wir liefern immer einen zweiten Filter mit, damit der Kunde sofort einen neuen, frischen Filter hat. Einer ist in der Maschine drin. Also leichter geht es gar nicht. Was sagen die Kunden, die sowas sehen? Begeistert. Ja. Wir haben es also bestimmt über 100 Mal eingebaut und haben... Weil wenn ich überlege, was ist so Design-Abzugshauben, die man nicht mehr braucht jetzt, ja, alles im Weg. Ja, aber nicht, nichts ist doch schöner als Design-Hauben. Gell? Und es funktioniert, ja, richtig? Ja. Wobei man sagen muss, das ist ja auch wieder... Ich komme mal kurz hier rum. Ja. Alle Bedienelemente ist ja jetzt auch... Das ist hier drin, also man steckt mit Sensor, hier drückt man drauf und fährt dann praktisch die Platte hoch. Stark. Die Haube schaltet sich automatisch dazu. Sobald es anfängt zu kochen, weiß die Haube, es wird gekocht und dann schaltet sich zu. Was ist denn die älteste Küche, die Sie ersetzt haben, die aus Ihrer Hand stammte? Wo ein Kunde kam und gesagt, so Herr Weiler. Jetzt. Also die ältesten Küchen sind Küchen von meinem Vater, ja, die 40, 50 Jahre im Buckel haben. Die aber erstaunlich gut aussehen, wenn wir sie ausbauen noch. Okay. Im Zustand. Wo Sie die noch einmal dokumentieren, natürlich vorher, bevor genau, Sie... Genau, ja. Und auch, toll. Auch vielleicht ein paar kleine Lösungen. Wir haben dann irgendwann mal uns überlegt, das Gewürzproblem ist in jeder Küche ein Thema, weil diese vorgefertigten Döschen, die hat kein Mensch. Jeder kauft Gewürze da, wo er sie findet. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir und haben dieses kleine Containersystem erfunden. Ach, das gleitet? Das gleitet. Das kann man also hier drunter, kann man die normalen Dosen machen. Hier oben kann man den unförmigen machen, kann auch zwei übereinander machen, auch drei oder vier. Und das nimmt man, wenn man kocht, mit an den Herd. Ah, gell? Das heißt? Städtchen, jetzt hat man eine Gewürze, die man braucht, hat man im Herd. Ja, das ist, muss nicht jedes Mal immer wieder suchen. Ja, ja. Okay, klasse. Und wenn man es nicht mehr braucht, tut man es einfach wieder reintun. Toll. Diese Front hier ist etwas ganz Besonderes. Sie haben mir erzählt, Sie haben sie hier eingebaut. Ja. Und Sie hatten so einen Prospekt, keiner wollte es haben. Dann haben Sie es hier appliziert. Was ist das für eine Front? Es wird gekauft. Das ist Beton, der wird aufgespachtelt, wird dann nochmal angeschliffen, also geglättet und wird dann mit einem Klarlack überzogen. Das ist also eine echte Betonoptik, die unwahrscheinlich schön. Also jede Tür ist ein Unikat, sieht anders aus. Da ist ein Handwerker, der das praktisch genau, der fertigt. Das macht, ja. Und wir verwenden auch grundsätzlich keine Blenden. Also hier, wo normalerweise bei allen anderen Küchen eine Blende ist, ist bei uns keine, weil wir die Türen auf Maß dann bauen. Also deswegen ist die Front auch so ruhig und so ästhetisch. Symmetrisch wieder. Symmetrisch, mal. Genau. Das ist, die wiegt aber jetzt keine 5 Tonnen. Nein, das ist nur die Optik. Ja, genau. Ja. Die Hausfrau von heute oder der Mann, der kann sie noch bewegen.
Aber ist das so mit dieser Integration hier in dem Arbeitsbereich, dass wenn man schließt und Klappe zu, Affe tot? Das möchte fast jeder Kunde haben. Ja. Also die Leute sagen, ich kann hier meine Maschinen unterbringen, die brauchen nicht schön aussehen. Ich kann hier die ganze Technik haben und wenn ich dann fertig bin, habe ich eine wunderschöne, symmetrische, ruhige Optik. Ja, das ist ja schön. Und nochmal öffnen und ziehen oder drücken? Nee, das geht jetzt mit ziehen hier. Ja. Und die Küren fährt man dann ein. Ach, die ist auch weg? Ja. Wunderbar. Auch hier etwas, was ich Ihnen zeigen möchte mal. Sie können jedes Holz bei uns innen drin haben. Also Sie können sagen, ich hätte gerne, Sie können auch Holz anliefern, wenn Sie möchten. Das bearbeiten wir dann. Das ist also jetzt hier in Kirschbaum, das ist ein Ahorn, das ist ein gezinkter Eiche. Das ist jetzt natürlich ein Demoschrank, der alle möglichen Holztypen also zeigt. Das kann man aber alles genauso haben. Aber wenn der Kunde sagt, jo, das gefällt mir mit den 5 Holztypen, kommt das so. Kriegt das so. Ja. Genau. Wie oft wird denn hier etwas zubereitet in Ihrer Demoküche? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Ja. Sie selber kochen auch gerne? Ich koche selber wahnsinnig gerne. Ich finde, dass auch nur jemand gut Küchen planen kann, der kochen kann. Und wir kochen alle gerne. Das ist ein Kriterium bei der Einstellung. Die erste Frage ist, kochen Sie gerne? Der zweite Punkt ist, dass hier auch Freunde vom Rotary Club oder irgendwelche befreundeten Firmen... Was heißt, so eine Art Eventstätte, die man hier geschaffen hat? Vorstadt unserer Hausbank kocht hier auch regelmäßig. Und, also wir haben jeden Monat hier ein Event drin, wo gekocht wird, was nicht immer mit uns was zu tun hat. Und wir kochen natürlich mit unseren Kunden hier. Hm. Wir erklären die Geräte, wir kochen gemeinsam, wir probieren gemeinsam aus. Herr Weiler, es ist aber gemein, was Sie machen. Dann sehen die ja alle Ihre schönen Küchen, ja? Das macht ja nichts. Und bekommen ja dann neue Ideen und dadurch gewinnen Sie natürlich auch neue Kunden. Aber es ist aber nicht so, wie ich jetzt sage, sondern es ist aus ganzem Herzen, wird hier eingeladen zum Kochen. Nur, Ich sag mal, kein Hintergedanke. Nee, ich hätte Ihnen das noch nicht abgekauft. Ja, nee. Also bei dieser Küche hier, was ist das? Das ist eine Steckdose? Ja, das sind die Steckdosen, die haben wir hier versteckt. Ich muss das zeigen. Ja, und die haben wir wieder passend zu diesem Korb gemacht in der Optik. Die sind extra angefertigt worden. Schade, dass die Beleuchtung so grell ist hier, aber man muss es ja zeigen. Es sieht in Wirklichkeit viel schöner aus. Ja. Auch hier dann die handgeschmiedeten Griffe, Bediengriffe der Kochfelder. Ach, die gibt es gar nicht so. Das ist doch, das machen, lassen wir bei Bora so machen. Ah, okay, aber ich sag mal so, das normale Bedienfeld sieht anders aus. Ja, genau. Das ist jetzt eine extra Anfertigung, damit das passt zu den... Ich zeige es nochmal zu der runden Form hier. Symmetrie mal wieder das Thema. Genau. Ja. Was ist das hier? Was sieht man hier? Das ist ein Induktionskochfeld. Hier ist mit einem aufgesetzten Wok. Ja. Und das ist ein Teppanyaki-Feld. Das ist die Art und Weise. Ja, ja. Und die Absaugung ist hier in der Mitte. Aber vom Prinzip ist es genau das gleiche wie drüben. Mhm. Gleiche Funktion, gleiche Motore, auch gleiche Leistung. Und das hier wird oft benutzt, das Feld hier? Ja. Weil viele kaufen sich sowas und... Ich würde es privat mir nicht in die Küche machen, sei denn ich habe immens viel Platz, weil es nimmt ja Platz weg. Es macht Spaß drauf zu kochen, aber es ist ein Spaßkochen. Es ist kein, man kann ähnliche Effekte, das ist, dafür macht es zu viel Arbeit. Muss auch gereinigt werden. Genau, ja. Genau. Ja. Toll. Ja, ich denke, wir haben heute viel erlebt, viel gesehen. Das Wichtigste war, wir haben Udo Weiler kennengelernt, 70 Jahre alt, frisch wie 35, muss ich sagen. Ja. Danke. Also wirklich ein Kompliment. Ja. Und wenn Sie auch ihn mal kennenlernen möchten und Lust haben an der Küche für Ihr Leben, kommen Sie doch mal vorbei. Wo findet man Sie? Schroten 8, kennt keiner vom Namen her, ist in Saarbrücken in der unmittelbaren Nähe von den Schlachthöfen von Schwamm, von Schröder. Ja. Nicht weit von der Fruchthalle weg, also das Ostbanger. Mainzer Straße fährt man rein, biegt wo ab? Heinrich-Böcking-Straße abbiegen und dann links und dann ist man schon bei uns. Da ist Energis VSE, genau, wo man abbiegt, ist und dann nochmal links. Genau, ja. Dann ist man am besten ins Navi eingeben. Ja. Macht es Sinn, dass man kurz vorher anruft? Man ist besser, weil wir dann da sind. Wir sind oft an Baustellen und wenn jemand kommt, soll er auch vernünftig beraten werden. Was muss er mitbringen? Zeit, um zu reden, ansonsten gar nichts und dann sehen wir weiter. Meistens ist dann erst ein Besuch im Raum erfolgt. Meine Kollegen sind auch Architekten, ich bin Innenarchitekt. Und wir gucken uns erstmal die Räume an und dann reden wir zusammen weiter. Aus dem gemeinsamen Gespräch ergibt sich dann irgendwas. Homepage? Ja. Sagen bitte. www.gammaküchen.de. Gammaküchen.de. Gamma-Küchen mit UE geschrieben.de. Genau. Sagt Udo Weiler, vielen Dank für das nette Interview. Und wenn, wie gesagt, Sie eine außergewöhnliche Küche suchen von jemand, der wirklich aus Leidenschaft Küchen baut, gehen Sie bitte zu Udo Weiler. Mehr Werbung kann man nicht machen, denn Sie werden die Küche Ihres Lebens kriegen. Vielen Dank für das nette Interview.